24. Plattform Gesundheit. Zukunft der GKV-Finanzen zwischen Sozialgarantie und Leistungsversprechen. Worum geht es in der Finanzierungsdebatte? Immer wieder gerät die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung in den Fokus der Öffentlichkeit. Zentrale Fragestellung ist dabei, wie die steigenden Leistungsausgaben durch entsprechende Einnahmen finanziert werden können. Dass dies überhaupt ein Problem darstellt, liegt an der unterschiedlich starken Entwicklung von Ausgaben und Beitragseinnahmen. Während die Leistungsausgaben jährlich neue Rekordwerte erreichen, zeigt sich, dass spätestens seit der Corona-Pandemie die Einnahmen kaum noch hinterherkommen. Um es in Zahlen auszudrücken, zwischen den Jahren 2009 und 2020 wuchsen die Leistungsausgaben durchschnittlich um 4,1% pro Jahr. Mit einem durchschnittlichen Wachstum von lediglich 3,5% jährlich und damit rund 0,5 Prozentpunkten weniger, blieben die beitragspflichtigen Einnahmen in ihrer Entwicklung deutlich dahinter zurück. Im Ergebnis vergrößerte sich die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben. In der Folge stieg der durchschnittliche Beitragssatz von 14,9 auf 15,9% an. Die Belastungen tragen also vornehmlich die Beitragszahler, also die Versicherten und Arbeitgeber. Welche Folgen ein Anhalten dieser Diskrepanz schlimmstenfalls haben könnte, darauf weist eine aktuelle Studie des IGES-Instituts hin. Das IGES-Institut prognostiziert, dass das Finanzloch 2040 auf 217 Milliarden Euro anwachsen könnte, vorausgesetzt, die Ausgaben wachsen im gleichen Tempo weiter wie seit 2007. Zur Einordnung: Im Jahr 2020 betrug die Differenz von Ausgaben und Einnahmen rund 18 Milliarden Euro. Bis zum Jahr 2040 deutet sich bei der GKV ein großes Finanzloch an. Das ist aber nur ein Aspekt der Finanzentwicklung. Ein anderer ist, dass es nicht erst in 20 Jahren brenzlig wird. Bei den gegenwärtigen Trendverläufen der Einnahmen und Ausgaben ist davon auszugehen, dass bereits in wenigen Jahren die sich abzeichnenden Defizite nicht mehr durch Finanzreserven ausgeglichen werden können. Was verschärft die aktuelle Situation? Die stetige Ausgabensteigerung liegt begründet in zwei strukturellen Entwicklungen. Zum einen steigt der Kostendruck durch die demografische Alterung der Gesellschaft. Zum anderen bringt die Forschung laufend neue, oft teure Therapien und Arzneimittel hervor, die bei einem nachgewiesenen medizinischen Zusatznutzen Teil des Versorgungsanspruchs der Versicherten sind. Auf der anderen Seite erfolgt aber keine Bereinigung des Leistungskatalogs. Und auch die schon mehrere Legislaturperioden andauernde Diagnose einer Unter-, Fehl- und Überversorgung bleibt aktuell. Die gesetzgeberischen Leistungserweiterungen der vergangenen Legislaturperiode beschleunigten die Ausgabendynamik zusätzlich. Unter Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wurden verschiedene kostenintensive Gesetze und Vorhaben umgesetzt, um die Versorgung zu verbessern, digitale Anwendungen in den Markt zu bringen, aber auch um gezielt die Vergütungen, zum Beispiel im Bereich der Pflege und der Hilfsmittelversorgung, zu erhöhen. Die Entwicklung der Einnahmen wurde durch die Corona-Pandemie deutlich gebremst. Zusätzlich führt auch der demografische Wandel zu gemäßigten Prognosen auf der Einnahmenseite, da mit dem Übergang der geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter die Beitragseinnahmen perspektivisch sinken werden. In der gesetzlichen Krankenversicherung geht es in Deutschland um sehr viel Geld. Dies weckt Begehrlichkeiten, zu einem auf Seiten der Leistungserbringer, zu anderen aber auch auf Seiten der Politik. Vereinzelte Jahre, in denen die gesetzlichen Krankenkassen ihre Rücklagen erhöhen konnten, haben leider den Eindruck erweckt, dass die GKV-Finanzierung auf festen Füßen steht. Mehrheiten sind deshalb nicht zustande gekommen, um sie endlich von finanziellen Belastungen zu befreien, die nicht in ihre Verantwortung fallen. Hierzu möchte ich nur beispielhaft auf die noch immer nicht auskömmlichen Krankenversicherungsbeiträge von ALG-2-Beziehern oder die vielen versicherungsfremden Leistungen hinweisen. Wenn dann eine Pandemie ungeahnten Ausmaßes auf das Gesundheitswesen zukommt, rächt es sich, wenn das Haus nicht bestellt ist. Jetzt ist die Zeit, das Gesundheits- und Pflegesystem so zu stärken, dass es den demografischen Herausforderungen auch in akuten, krisenhaften Situationen standhält und das Gesundheitswesen die medizinischen und pflegerischen Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in Ost und West sichert. Die Versorgungsstrukturen des Gesundheitswesens sind nicht nur in politischen Diskussionen weiterzuentwickeln, sondern auch tatsächlich. Neue Möglichkeiten der sektorenübergreifenden Versorgung,
einschließlich geeigneter Schnittstellen zur Prävention, Rehabilitation und Pflege müssen insbesondere in strukturschwachen Regionen entstehen. Und parallel müssen zudem auch die Finanzstrukturen endlich angegangen werden. Es ist bekannt, dass ich die Idee einer Bürgerversicherung favorisiere. Wir werden sehen, was davon in den Koalitionsverhandlungen im Bund passiert. Und das bedeutet nun? Schon im laufenden Jahr 2021 konnte ein sprunghafter Anstieg der Zusatzbeitragssätze nur vermieden werden, indem eine Kombination aus dem umstrittenen Vermögensabbau bei den Krankenkassen und einem Rekordzuschuss aus Bundesmitteln in Höhe von knapp 20 Milliarden Euro gesetzlich beschlossen wurde. Für das kommende Jahr sieht der Schätzerkreis einen weiteren zusätzlichen Zuschussbedarf in Höhe von 7 Milliarden Euro. Auch wenn der Bundesgesundheitsminister Wort gehalten und eine entsprechende Rechtsverordnung Mitte Oktober auf den Weg gebracht hat, die Vermögen der Krankenkassen sind nun aufgebraucht. Und das Bundesfinanzministerium hat bereits signalisiert, dass Steuerzuschüsse nicht in beliebiger Höhe zur Stabilisierung der GKV fließen werden. Befürchtungen werden laut, dass es zu Kostendämpfungsmaßnahmen kommt, die mit spürbaren Leistungseinschränkungen verbunden sind. Da in einem selbstverwalteten, umlagefinanzierten System ein Steuerzuschuss ordnungspolitisch auf Dauer nicht tragfähig wäre, sind andere Wege zu gehen. An erster Stelle steht dabei ein Umbau der Versorgungsstrukturen, der den Kriterien von Qualität und Bedarfsgerechtigkeit folgen muss. Wir brauchen eine stärkere Bedarfsorientierung, den Abbau von Überkapazitäten und wirtschaftliche Strukturen in der Versorgung. Kurzfristig braucht es den Bundeszuschuss für 2022. Damit der Bund sich nicht weiter auf Kosten der Beitragszahler entlastet, ist die angemessene Finanzierung der ALG-II-Empfänger, der ermäßigte Steuersatz auf Arzneimittel und die Dynamisierung des Bundeszuschusses für versicherungsfremde Leistungen notwendig. Welche Lösungsansätze schlägt eine mögliche Regierung vor? Im Vorfeld der Bundestagswahl haben sich die Parteien auch zum Thema Finanzierung der GKV positioniert. Sowohl bei der SPD als auch bei den Grünen steht seit längerer Zeit das Thema Bürgerversicherung im gesundheitspolitischen Forderungskatalog. Zuletzt haben die Grünen hier ein pragmatisches Stufenkonzept vorgelegt. Im Sondierungspapier steht jetzt ein Bekenntnis zur Dualität von gesetzlicher und privater Kranken- und Pflegeversicherung. Hier hat sich offenbar die FDP, die eine Bürgerversicherung ablehnt, durchgesetzt. Um die GKV-Löcher zu stopfen, hat die FDP einen dynamisierten Bundeszuschuss ins Gespräch gebracht. SPD und die Grünen wiederum fokussieren die Einnahmenseite. Sie schlagen eine Ausweitung der Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der Rentenversicherung vor. Zudem sollen nicht nur Löhne und Betriebsrenten als Bemessungsgrundlage dienen, sondern auch Mieten oder Kapitaleinkünfte einbezogen werden können. Auf der Leistungsseite hoffen alle Parteien auf Kosteneinsparungen durch eine verstärkte Digitalisierung im Gesundheitswesen sowie durch Strukturreformen, etwa im Krankenhausbereich. Darüber hinaus wollen die Liberalen den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen fördern, indem die Kassen beispielsweise Tarife mit Selbstbehalt anbieten oder mit Leistungsanbietern innovative Versorgungsverträge abschließen dürfen. Im vorliegenden Sondierungspapier findet sich zu all dem nichts. Welche Lösungswege sehen die Innungskrankenkassen? Den Innungskrankenkassen ist wichtig, dass es keinen Sprung der Zusatzbeiträge gibt. Sie verweisen darauf, dass die Beitragszahler nicht stärker belastet werden dürfen und der gesamtwirtschaftliche Aufbruch nicht gefährdet werden darf. Ebenso dringlich ist es nach ihrer Auffassung, gegebene Leistungsversprechen nicht einzuschränken. Um die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben zu schließen, sehen die IKK eine Kombination aus mehreren Aspekten als richtigen Lösungsweg an. Erstens, eine Abkehr vom alleinigen Lohnkostenmodell. Diese ermöglicht die Erschließung weiterer Finanzierungsquellen und würde die lohnintensiven Klein- und Mittelbetriebe spürbar entlasten. Zweitens, eine verlässliche Koppelung des Bundeszuschusses an die Höhe der geleisteten gesamtgesellschaftlichen Aufgaben. Drittens, dringend notwendige Strukturreformen im Krankenhausbereich sowie eine Reform der Pflege, um bestehende Effizienzreserven zu heben.
Diese drei Faktoren würden nach Ansicht der Innungskrankenkassen nachhaltig auf die Finanzlage der GKV wirken. Sie würden vor dem Hintergrund erwarteter Ausgabensteigerungen die notwendige Beitragsstabilität bewirken und zudem langfristig steigende Lohnnebenkosten verhindern, ohne die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung einzuschränken. Das stärkt den wirtschaftlichen Aufschwung. Davon profitieren Arbeitnehmer und Arbeitgeber in gleicher Weise. Der Handlungsbedarf zur Stabilisierung der Finanzlage der GKV ist offensichtlich. Doch welcher Weg der richtige ist, darüber wird derzeit unter allen Akteuren im Gesundheitswesen heftig diskutiert. Die GKV braucht rasch Lösungen und Sicherheit, insbesondere seitens der Politik. Unseren Beitrag zu einer lösungsorientierten Diskussion wollen wir mit der heutigen Veranstaltung leisten. Für ein nachhaltig gesichertes, leistungsstarkes Gesundheitswesen. 24. Plattform Gesundheit. Zukunft der GKV-Finanzen zwischen Sozialgarantie und Leistungsversprechen.